Das Stadtentwicklungsprojekt Integration findet statt im Dialog zum Erfolg hat Anfang des Jahres 2017 offiziell begonnen. Deutschlandweit wird man auf Kaiserslautern schauen können und auch von uns lernen können, freute sich Oberbürgermeister Klaus Weichel über den Startschuss im Januar. Was das Projekt für Ziele verfolgt und wie genau es aufgebaut ist, erklärt Frau Professorin Dr. Annette Spellerberg im Interview. Wir wollen mit den Migranten, mit den Deutschen, Männer, Frauen, verschiedene soziale Schichten, wollen wir fragen, wie das Leben in Kaiserslautern ist für sie, wie das Zusammenleben in den jeweiligen Stadtteilen ist und im Grunde durch verschiedene Bausteine versuchen dann mit den Menschen vor Ort auch die Dinge nach vorne zu bringen. Im Rahmen der interkulturellen Woche 2017 in Kaiserslautern wurde die Befragung durchgeführt. Was ist idealer als eine Veranstaltung, bei der die in Kaiserslautern vertretenen Kulturen aus aller Welt zusammenkommen? Hier bietet sich viel Publikum an, welches am besten bewerten kann, wie Integration zurzeit stattfindet und was man besser machen kann, um Integration einfacher zu gestalten, sei es von Seiten der Stadt oder der Bürger selbst. Uns geht es darum zu erfragen, warum die Menschen nach Kaiserslautern gekommen sind, wenn sie hergezogen sind, wie sie ihren Stadtteil bewerten, ihre Nachbarschaft, aber auch die Versorgung vor Ort, also öffentlicher Nahverkehr, Versorgungsstrukturen, ob es soziale Einrichtungen gibt, zum Beispiel für Kinder. Dann, ob sie diskriminiert wurden, also nicht nur vielleicht als Migranten, vielleicht auch als Deutsche, also wegen ihrer Herkunft diskriminiert wurden. Wie die Integration ist in die Institutionen, also das heißt in das Schulsystem, in die Landschaft, in den Arbeitsmarkt. Ob sie Fuß fassen können, die Menschen, und was sie in ihren Stadtteilen verbessern wollen. Fühlen sich alle alten und neuen Bewohner wohl und willkommen? Was können wir hierfür tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Professorin Dr. Annette Spellerberg für die nächste Zeit, um das gemeinsame Zusammenleben zu fördern. Also mit der Umfrage erhoffen wir uns, Hilfestellung zu geben, indem man erstmal überhaupt Informationen breit erhebt. Also wir wollen ja ein paar hundert Menschen befragen. Und dann können wir nach den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterscheiden, also Männer, Frauen, Jüngere, Ältere, wenig Einkommen, viel Einkommen, Migrantinnen, Nicht-Migrantinnen, Deutsche nach den Stadtteilen und gucken, in welchen Orten, Stadtteilen das Zusammenleben vielleicht Defizite hat, vielleicht läuft es besonders gut und damit im Grunde einen Impuls zu setzen und das an die Politik, an die Akteure vor Ort zurückzuspielen und zu sagen, das sind die Ergebnisse, jetzt könnt ihr weitermachen. Das Projekt wurde den Bewohnern von Kaiserslautern am 19. Oktober bei einem Bürgerforum in der Stadtmission vorgestellt. Das Bürgerforum diente nicht nur dazu, sich über das Projekt zu informieren, sondern jeder Besucher konnte auf Plakaten seine Meinung über Integration in Kaiserslautern äußern und die verschiedenen Faktoren bewerten, die Integration beinhalten.